Licht, Beleuchtung macht dir das Leben leichter und ich mag dir diese zwei Teile hier vorstellen. 7 Tage und 30 Tage Licht. Wenn du wissen willst, was das kann und was es damit auf sich hat, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ross vom Survival Shop. Ich bin's gut, schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese zwei Lampen von Ultimate Survival Technology. 7 Tage Duro und 30 Tage Duro. Das sind zwei Laternen, die man auch als Lampen einsetzen kann. Und bevor ich da zeige, was die ganz konkret können, ein Wort, wofür man die überhaupt brauchen kann. Die kleine hier, diese kleine Laterne und Lampe, die kann man auch im Rucksack mitnehmen. Zum Beispiel ja, beim Wandern, wenn du dann irgendwo in deinem Zelt schlafst, beim Campen, bei irgendwelchen Festivals oder sonstigen Dingen. Die ist leicht genug, dass das noch Sinn macht, dass man einerseits die Lampenfunktion einsetzen kann, ja, oder eben, ja, so. Gut, alles klar, das kann man damit tun. Die kleine. Die große, die ist sehr schwer. Das ist eher etwas im Bereich des Zivilschutzes. Jetzt kann der eine oder die andere sagen, Zivilschutz, sowas auch Blödsinn. Krisenvorbereitung oder was auch immer. Und das muss ja nicht der Weltuntergang sein. Ja, gar nicht. Aber ein Stromausfall, stell dir sowas vor, sowas soll es manchmal geben. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell das Problem, dass in dem Haus, wo ich normalerweise diese Videos mache, das kennst du ja schon, dass ich da nutze, ja, der Strom ausgefallen ist, weil die Leitung kaputt ist. Und dort gibt es keine Heizung, das Wasser funktioniert nicht mehr wirklich, weil die Pumpe nicht da ist. Ich kann kein Licht. Also solche Sachen soll es geben. Es wird jetzt ein paar Tage oder vielleicht eine Woche dauern, bis das wieder funktioniert. Alles gut. Aber ich habe auch schon Stromausfälle dort erlebt oder auch in der Stadt erlebt, weil ja im Winter oder bei Sturm und da sind einmal ein paar Stunden oder über Nacht oder einen Tag ist das Licht weg. Und da kann man jetzt sagen, mir in der Großstadt passiert das nicht, dann schalt das Video gleich ab bitte. Wenn du aber sagst, das könnte sein, dann sind solche Teile eine gute Variante. So, das war's dazu. Ja, das war's dazu. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wie funktionieren sie? Sie sind sehr robust. Ja, sie sind beide sehr, sehr robust verarbeitet. Also die kannst du auch runterfallen lassen. Ich mache das jetzt nicht so. Upsi. So, da ist sie jetzt runtergefallen. Ja, sie ist zwar auseinander gefallen dieser obere Teil, aber sonst tut dem das überhaupt nichts. Das hält das alles aus, wirklich sehr stabil gebaut. Ich glaube auch, dass sie halbwegs wasserfest ist. Also ich würde jetzt nicht tauchen damit gehen, aber so Spritzwasser macht überhaupt nichts. Und ja, die kannst du entweder so tragen, ja, was ich sehr praktisch finde. Wir machen das bei den Nachtwanderungen, haben wir die dabei. Die ist extrem hell, das ist wirklich, wirklich schön. Und du kannst sie auch, wie gesagt, als Taschenlampe einsetzen, um hier eben gezielter leuchten zu können oder eben als Laterne, ja, dass du rundum Leuchtung hast. Gut, das ist mal das eine. Dann gibt es auch die Möglichkeit, hier oben anzuhängen. Das bedeutet, du kannst sie entweder auch oben irgendwo aufhängen, wenn du einen Haken dazu hast, oder das runterschrauben und es so nutzen. Also ich finde, dass das ein Teil ist, das ist meine persönliche Meinung. Die ist ja auch meine hier, die, das ist wirklich gut gemacht, also mir taugt das total. Ja? Finde ich wirklich, wirklich toll, hält alles aus, ich meine, das ist da so ein Gummi, ja? Stinkt auch nicht, ist nichts unangenehm, natürlich zerkratzt das mit der Zeit, ja? da muss man drüber stehen. Dann hier haben wir jetzt den Deckel, die große Variante funktioniert mit diesen D-Batterien. Da möchte ich etwas dazu sagen, da ist etwas ganz, ganz wichtig, das sind drei Stück, ja? Drei Stück. Bitte, und das möchte ich gleich dazu sagen, ja, wenn du das Langzeit lagern möchtest, dann lass die Batterien da nicht drinnen. Wenn du sie Langzeit lagern willst, lass die Batterien nicht drinnen. Jetzt wirst du sagen, warum? Na, weil diese Batterien mit der Zeit, wenn du die länger drinnen hast, kristallisieren, sich automatisch entladen und da drinnen einen Saustall machen. Also ich habe diese Teile hier, ja, diese Teile hier, original verpackt, nebenbei stehen. Und wenn der Fall der Fälle eintritt, wo ich das brauche, also im Zivilschutz jetzt, ich rede jetzt vom Zivilschutz, nicht vom Survival Training sozusagen, dann baue ich die Teile wieder ein und dann geht's los. Was auch eine Möglichkeit ist, so, jetzt muss ich noch schauen, dass ich alles richtig mache, ja, was auch eine Möglichkeit ist, ist, dass du aufladbare Batterien, wenn du sie einsetzen willst, weil die laufen nicht aus, ja, dafür, ja, ist die Energie deutlich geringer und auch die Haltbarkeit. So, hier gibt es ein Pfeilchen und da gibt es ein Pfeilchen. Und da setzt du das aufeinander und dann kannst du es wieder zuschrauben. Und dann ist es auch wieder wasserdicht, wasserfest. So, das ist jetzt
die große hier. Und die kleine funktioniert analog, es ist alles genau dasselbe. Ja? Es ist halt ein kleineres LED und es sind hier vier solche Doppel-A-Zellen oder A-Batterien. Das sind übrigens eh aufladbare, die ich hier eingesetzt habe. Und genau dasselbe Prinzip, auch hier ist eine Dichtung und auch hier sind diese Pfeilchen wieder und du setzt sie auf diesem Pfeilchen auf und kannst sie wieder zuschrauben und alles ist klar. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, dort kannst du sie dir anschauen, da kannst du auch anschauen die Gewichtsklassen. Das hier, das kann man im Rucksack mitnehmen, das funktioniert sehr, sehr gut, das ist leicht genug. Die große hier, ja, die große, das hat ganz einfach keinen Spaß, muss ich gleich dazu sagen. Es gibt drei Stufen, das heißt höchste Stufe, Mittel und die kleine Stufe. Und bei dieser kleinen Stufe kannst du laut Hersteller, ich habe das nicht gemessen, aber der Hersteller sagt, bei dieser kleinsten Stufe kannst du 30 Tage durchgehend das Licht aufrechterhalten. Das finde ich ganz einfach klasse. Also ich habe sie jetzt ja, 3 Monate und schon sehr häufig im Einsatz. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ja produktverrückt bin und das dann natürlich auch immer überall einsetzen muss und mit habe. Und ich kann bis jetzt einmal nichts Negatives dazu finden. Überhaupt nicht. Ich werde es in den Langzeittest nehmen, auf jeden Fall, weil ich die Produkte einfach super finde und werde dir ganz einfach in einem Jahr wieder berichten, wie sie funktionieren, ob sie das auch halten haben können. Ich werde sie im Outdoor-Bereich einsetzen. Ich werde sie jetzt leider bei meinem Stromausfall einsetzen müssen und werde dann wieder berichten. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, was du von den Teilen hältst, ob du sie im Einsatz hast, wie du Zivilschutz betreibst und die Lichtquelle im Griff hast. Ja, das wäre super. Wenn dir das Thema Zivilschutz interessiert, dann gebe ich da unten den Link auf meinen Zivilschutz, meinen Krisenvorbereitungskurs, einen Fernlehrgang. Wenn dir das interessiert, schau dir das an. Und auch den Link natürlich zu diesen beiden Produkten hier im Shop. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.